Okay, wir haben 3 von 3 Schätzen gefunden. Uns fehlt jetzt noch, ich glaube, ein Befehlshaber. Habe ich das richtig gesehen? Ja, ein Banditenführer. Und ein Gefangener. Ein Gefangener ist noch hier drüben. Aber da komme ich so nicht ran. Es muss noch einen anderen Eingang geben. Oder auch nicht. Komm raus. Ich stehe in deiner Schuld. Ja, das tust du. Die ganzen Schätze haben wir auch mitgenommen. Tschüss. Lauf. Die anderen sind schon wieder irgendwo unterwegs. Die folgen schon wieder einem Gefangenen. Einem ehemaligen. Los jetzt. Ja. Hinterher. Ja. Meine Güte, wo lauft ihr denn hin? Bleibt hier. Sonst kann ich die Mission doch gar nicht erfüllen. So. Wieder einer weniger. Ich hätte es auch anders machen können, aber naja, ist egal. Autsch. Es tut doch weh, andere Leute zu vergiften. Macht man das? Ich glaube nicht. So, der Banditenführer ist tot. Muss ich bloß noch einmal zur Festung zurück, damit das auch resettet bzw. akzeptiert wird. Was natürlich doof ist, weil tot ist tot. Egal, ob ich da bin oder nicht. So viel Eisen. So viele Kristalle, Obsidianglasscherben. Wir sind reich. Wir sind definitiv reich. Gut. Damit ist es geschafft. Zagros ist ausgeräubert. Okay, gucken wir mal auf die Karte. Dann haben wir das jetzt fertig. Können nochmal in den Norden. Da gibt es noch 2 Punkte. Wir werden erst hierhin, dann dahin, eventuell nochmal dahin. Und dann anschließend noch weiter in den Osten zum Piratencup. Wobei ich Ella. Gerne jetzt schon in den Osten möchte. Ella. Weil ich das Gefühl habe, dass sich gleich dort noch ein Fragezeichen auftut. Das wir dann wieder nutzen könnten. Ella. Komm hoch hier. Okay. Es hat keinen Sinn mit dir. Du bist einfach ein Pferd. Ich habe das Gefühl, früher bist du auch Berge hinaufgesprungen. Ist alles nicht mehr der Fall. Ich rufe dich gleich wieder, keine Sorge. Was ist denn das für ein Lager? Ein schweinisches Lager. Okay. Schön, euch kennenzulernen. Freut mich. So ist gut. Ah, hier sind noch mehr. Dann nehme ich jetzt erstmal eure Kiste mit. Ihr könnt euch mit dem Schwein beschäftigen. Dankeschön. Verbrennt das Schwein. Gibt Schwein am Spieß. Könnte auch sagen, Röstschwein. Dankeschön. Ja, wir nehmen das in der Luft fliegende Eisen ebenfalls mit. Sonst ist hier nichts weiter, ne? Nee. Gut. Komm her, Phobos. Weiter geht's. Ach, du ahnst nicht, hier schon Ende. Stimmt, wir sind am Ende angekommen. Das heißt, wir müssen von hier aus jetzt nach Norden.
Da sind schon wieder Schweine unterwegs, die ich alle brauche. Boah, hier prügeln sich richtig viele. ...63 Leder. Wahnsinn, das ist ja ein Paradies hier. Unglaublich. Nee, verprügelt mal bitte andere. Schade, nicht getroffen. Oh, das werden immer mehr. Hilfe und so. Ich treffe die ja auch nie, das ist das Doofe. Ich hasse diese Viecher. Boah, es werden wirklich immer mehr. Kümmert euch umeinander, aber nicht um mich. Wahnsinn. Was geht hier ab? So schön. Und ein komisches Kätzchen weniger. Ich weiß nicht, was es darstellen soll. Ehrlich, nicht. Komm schon, weg. Gott, eins ist noch. ...71 Leder. Wahnsinn. Sowas mache ich gerne. Okay, geschafft. Puh. Was für ein Riesenkampf. Wir sind noch nicht am Ende. Okay. Unglaublich. Jetzt haben wir wieder 455 Leder. Und müssen weiter nach Norden. So, die Ziegen können jetzt hier wieder ganz beruhigt durch die Gegend ziehen. Viel Erfolg. Wir haben eure Population gerettet. Obwohl wir sie jetzt auch noch einschränken, aber das ist, glaube ich, okay. So, und hier im Norden angekommen, bin ich jetzt sehr gespannt, was dieses Fragezeichen zu bedeuten hat, das wir gesehen haben. Noch ein bisschen weiter. Sonst noch irgendwas zwischendurch gewesen? Nö. Kein Fragezeichen, nichts mehr. Okay, dann laufen wir einmal rum. Ja, Ikaros, du bist zu langsam. Wenn ich hier mit dem Pferd unterwegs bin, bin ich schneller bei der Ziege, als du fliegen kannst. Komm schon! Dankeschön, Ikaros. Immerhin. Ein Vieh hast erwischt. Das ist ein Lederparadies hier. Oh. Nee, dir wollte ich nicht begegnen. Aber schön, dass du da bist. Komm zurück. Ella.
Jetzt müssen wir erstmal irgendwie auf die andere Seite dieser Schlucht hier kommen. Ruhig. Ja, müssen wir wohl kraxeln. Verdammt. Aber ist okay. Die zieht sich eine Weile. Gut, dann gehen wir mal rüber. Ein Ziel ist in der Nähe. Was für ein Ziel? Das muss Skura sein. Skura betritt die Arena. Ja, ich werde die Arena betreten. Das hatte ich ja so oder so vor. Kann auch gleich mal gucken, ob ich noch irgendwas aufstufen muss, kann, wie auch immer. Die Arena, 687 Erfahrungspunkte, sehr schön. Eine der vielen Arenen, wohlgemerkt. Jetzt mit Level 40 kommen wir darauf, dorthin zu gehen. Oh, Leute. Zack. Sieh dich in Ruhe um. Jo, das werde ich. Hast du vielleicht Leder? Ja, aber nicht viel. Und du hast antike Tafeln und die werde ich definitiv mitnehmen. Dankeschön. Dankeschön. So, dann verbessern. Können wir nichts mehr, nichts was von Wert ist, nichts was wichtig ist. Pilgerstiefel hatten wir noch. Okay, aber ich bräuchte mal einen besseren Helm. Wir haben einen, Stufe 39. Den werden wir gleich anlegen. Der macht zwar nur 30 extra Rüstung. Ist das wenig. Und das für 8 Level mehr. Da stimmt doch irgendwas nicht. Benötigte Stufe 40. Hä? Dann verkaufen wir noch ein bisschen was. Jo. Kriegen wir noch ein bisschen Geld ran. Sandalen haben wir noch. Handelsgüter kommen noch weg. Auch nochmal 8.785 Drachmen. Wahnsinn. Ach so, wegen dem Schild allein. Ja, der Schild, der auch der Athene gefallen würde, oder Athena, der hat ja schon über 3000 Drachmen an Wert gehabt. So, und ansonsten sind wir wirklich durch. Bögen haben wir jetzt keinen besseren bekommen. Schade eigentlich. Der Tag ist noch jung. Das ist er. Jetzt muss ich erstmal den anderen Helm anlegen. Inventar. Neuer Helm. Ja, passt sogar wesentlich besser als das andere Teil. Und gefällt mir auch besser. Wir sehen viel heroischer aus. Endlich mal. Barnabas erzählte mir von der Arena. Ich sollte sie mir ansehen. Du hast Ausrüstung, die besser ist als die derzeit ausgerüstete. Meinen die damit den Helm? Tatsächlich. Sogar die Stufe 38 sind stärker. Na gut, ich meine, ob der Helm nur blau ist oder nicht, das ist mir eigentlich egal. Aber der ist besser. Also nehme ich ihn. Ich bin müde. So, wir werden jetzt gleich reingehen. Ich glaube, vorher muss ich bloß einmal durchatmen. Tief durchatmen. Gott, nee. Gut, dann machen wir daraus 2 kurze Folgen. Es war sehr schön. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann gucken wir uns die Arena an. Und nochmal ganz kurz auf die Karte. Genau, wir gucken uns die Arena an, gehen dann nach Westen, gucken uns die andere Arena an, wofür auch immer die gedacht ist. Dann müssen wir das hier noch abgeben. Und dann sind wir eigentlich soweit durch mit der Insel. Hier gibt es tatsächlich nicht so viel. Dann können wir uns von Messera und Pevki verabschieden, auch von Terra Anafe und Nysiros. Und können nach Kythera gehen. Ja, der letzten Insel hier unten im Süden. Die jetzt übrigens auch ein Level unter uns ist. Perfekt. Sogar Lakonien kann jetzt bereist werden. Messenien, Arkadien, Elis. Nur Achaia noch nicht. Makedonien könnten wir bereisen, ist aber noch sehr schwer. In Malis ist schon wieder ein Gebietskampf. Hier nicht. Aber da haben wir noch antike Tafeln.
Warum bin ich da noch nicht hingegangen? Prometheus und die Erschaffung des Menschen. Kultistenwachen. Schön doof. Ach so, wir haben ja wieder antike Tafeln. Wir werden das jetzt aufstufen. Dann haben wir schon mal einen stärkeren Rammsporn. Eine Stufe hat er noch und dann sind wir damit auch durch. Und das hier müssen wir auch noch machen, die Feuerschalen. Ja, das wird so langsam. Alles ist mindestens lila, wenn nicht sogar Gold. Besser geht's kaum. Und wir haben eine Galeonsfigur, fällt mir gerade ein. Ja, jetzt mit dem Stier als Wappen auf dem Segel und dem Minotauren vorne dran. Sehen wir doch richtig nice aus. Geil. Aigo, Kerios, Seeleute, Magi, Attentäterinnen, Attentäter, Barnabas Mannschaft. Nö, wir bleiben so. Ich habe auch keinen neuen Bootsmann. Schade eigentlich. Aber es gibt noch einen beim Uplay Club freizuschalten. Möchte ich bloß nicht machen. So, ja. Wir sind mit allem durch. Geil. 83.506 mehr Rammschaden. Wow. Gut. Bis zum nächsten Part. Bis gleich.